Ja, einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde. Mein Name ist Stefan und ich heiße euch herzlich willkommen zu meinem dritten Lightroom-Tutorial in dieser Serie. Und heute geht es mal um das Thema Panorama. Ich war vor ein paar Wochen unterwegs in Berlin mit einem guten Freund und wir haben Berlin-Fotos gemacht. Wenn ihr mal sehen wollt, wie das Ganze so abläuft, wenn wir unterwegs sind, dann kann ich euch empfehlen, mal meinen Vlog-Kanal euch anzuschauen. Dort gibt es ein entsprechendes Video dazu, wie wir an diesem Tag unterwegs waren. Das Wetter war sehr, sehr gemischt, sage ich mal. An diesem Tag ist übrigens auch das Bild entstanden von dem Fernsehturm mit dem Sonnenuntergang. Das war am gleichen Tag. Also wie gesagt, ich poste euch unten mal den Link zum Video in der Infobox und dann könnt ihr euch das gerne mal angucken. Heute geht es dann um das Thema Panorama. Ich war dann hier vor dem Bode-Museum und wollte das Bode-Museum aufnehmen mit dem Fernsehturm im Hintergrund. Und ich wollte so ein kleines Panorama daraus machen. Jetzt war mein Problem, ich hatte meinen schönen Nodalpunktadapter, der fürs Panorama erstellen eigentlich zwingend erforderlich ist, nicht dabei. Und so musste ich dann doch etwas improvisieren. Und trotzdem hat es geklappt und ich möchte euch jetzt einfach mal erzählen, wie das geklappt hat. Das erste ist, ich werde jetzt hier mal die Palette wieder ausblenden, dass das Bild ein bisschen größer zu sehen ist. So, jetzt seht ihr hier mal die Daten des Bildes und ihr seht auch schon, ich habe mit einem extrem Weitwinkel fotografiert. Mit dem bin ich eigentlich immer unterwegs, wenn ich Städte fotografiere. Aber 14 mm sind halt schon extrem weitwinklig. Das hat einfach den Grund, gerade beim Panorama, wenn man ohne Nodalpunktadapter fotografiert, dass man sehr viel weniger Verzerrung oder beziehungsweise weniger Bildfehler bekommt, wenn man das Ganze dann in Photoshop zusammenstitcht. Der zweite wichtige Punkt ist, wenn ihr Panoramen fotografiert ohne Nodalpunktadapter, ihr seht jetzt mal, ich habe hier 6 Bilder insgesamt aufgenommen von der Szene, dass ihr wirklich ganz kleine Abstände lasst in den Drehungen. Also maximal 5 Grad würde ich jetzt mal so empfehlen. Ich habe das jetzt auch nicht genau abgemessen, aber so gefühlt waren es immer so um die 5 Grad, die ich meine Kamera weitergedreht habe, damit wir am Ende dann auch wirklich ein gutes Ergebnis in Photoshop bekommen. Also so als Faustregel könnt ihr euch merken, ohne Nodalpunktadapter 5 Grad. Mit Nodalpunktadapter kann man da auch durchaus mal 10 Grad machen. Das funktioniert dann auch noch. So, ich werde jetzt das ganze Bild mal bearbeiten. Die restlichen Einstellungen waren wie gewohnt Blende 8, ISO 100 und in dem Fall eine 6-Sekunden-Belichtung. Ja, ihr seht jetzt auch, dass das Bild schon etwas unterbelichtet ist und das hat den einfachen Grund, ich habe auf mein Histogramm geguckt und gesehen, dass es schon einige Bereiche gibt, die komplett weiß sind. Und ich fotografiere meistens so, dass ich gucke, dass möglichst wenig Bereiche im Bild komplett weiß sind, denn die wieder runter zu regeln ist extrem schwer bzw. eigentlich unmöglich. Andersherum ist es relativ einfach, die Schatten im Bild wieder aufzuhellen. Also das geht sehr viel einfacher und inzwischen sind die Kamerasensoren auch so weit, dass man da relativ wenig Rauschen dann im Nachhinein im Bild hat. Deswegen guckt immer auf euer Histogramm und guckt, dass ihr möglichst wenig ausgebrannte bis gar keine ausgebrannte Stellen im Bild habt. Ich habe jetzt hier so ein paar ganz kleine Stellen drin, die tatsächlich komplett weiß sind, aber wenn ich dann das hier bearbeite, sollte das eigentlich einigermaßen funktionieren. Okay, fangen wir jetzt einfach mal an. Ich blende jetzt die Werte hier wieder aus. Und mache auch mal hier unten erstmal ganz kurz das weg, dass wir das Bild schön groß haben. Ich werde mal anfangen hier einfach wieder mit den Tiefen und Lichtern. Ich werde jetzt hier die Tiefen relativ weit hochziehen. Ja, ich ziehe sie mal wirklich bis plus 100 hoch. Sollte man normalerweise eigentlich nicht so machen, aber dadurch das Bild wirklich sehr, sehr dunkel geworden ist, muss ich das in dem Fall so ein bisschen machen. Und die Lichter dunkel ich dann wieder etwas ab. Und ihr seht auch jetzt schon im Histogramm, jetzt ist es nicht mehr komplett weiß. Das sieht schon ganz gut aus. Mache ich mal auf ungefähr, ja, so minus 50, das sieht gut aus. Okay, jetzt werde ich wieder die Alt-Taste drücken und dabei den Weiß- und Schwarz-Regler angleichen. Ihr seht jetzt schon, bei dem Weiß-Regler kommt relativ schnell auch wieder die weißen Pixel hier hervor. Ein paar möchte ich auch sehen, weil das Ganze soll ja möglichst realistisch bleiben. Und deswegen ist es auch in Ordnung, wenn ein paar Stellen hier auch wirklich dann weiß sind. Das ist, kann ich auch noch ein Stück weiterziehen, ja, nicht zu weit. Ungefähr so, ja, so sieht es ganz gut aus. Und das gleiche mache ich mit den Schwarzwerten hier. Ungefähr so. Und das Bild sieht schon sehr gut aus soweit. Okay, ich werde insgesamt das Bild noch ein bisschen heller machen, weil es doch wirklich arg dunkel ist. Werde ich auf ungefähr plus 60 gehen, das sieht ganz gut aus. Ich werde noch ein bisschen Kontrast reingeben.
Ich werde von der Klarheit wieder wie gewohnt ein Stück runtergehen, um einfach diesen HDR-Look nicht ganz so doll drin zu haben im Bild. Und ja, von der Dynamik vielleicht ein ganz klein bisschen noch hoch. So sieht es schon sehr, sehr gut aus. Okay, jetzt muss ich mir noch den Weißabgleich angucken, denn der sieht im Moment noch nicht ganz so gut aus. Das ist noch alles ein bisschen sehr lila im Bild. Gefällt mir noch nicht ganz so gut. Ich werde mal am Anfang erstmal das Bild noch etwas wärmer machen, um einfach auch die Lichter hier im Bode-Museum noch gut herauszuarbeiten. So gefällt mir das schon ganz gut. Aber wie gesagt, es ist mir noch zu viel Rot im Bild und deswegen werde ich das Rot noch ein Stück rausnehmen. Ja, so gefällt mir das schon sehr viel besser. Ja, also jetzt sieht der Himmel auch wirklich blau aus. Wir haben zwar hier immer noch ein paar Rottöne drin, aber ich lasse es jetzt erstmal so und gucke einfach mal, wie es nachher dann im fertigen Panorama aussieht. Okay, dann gehen wir weiter runter. Jetzt wieder in diese HSL-Tabelle hier rein. Und hier werde ich, denke ich mal, das Blau wieder etwas anpassen. Das kennt ihr ja auch schon, das habe ich auch schon ein paar Mal erzählt, dass ich ganz gerne den Farbton von Himmel noch ein bisschen ins Türkise ziehe. Gefällt mir einfach selber ganz gut. Und jetzt geht es hier wieder um die Sättigung der einzelnen Farbwerte. Und da kann ich dieses Rot, was mich jetzt im Moment noch so ein bisschen stört, hier noch so ein bisschen rausnehmen. Ja, so auf ungefähr, ja, das ist ein ganz guter Wert. Und außerdem werde ich auch die Lila- und die Magenta-Töne, die auch hier mit drin sind in den Wolken, auch noch ein wenig runterziehen. So gefällt mir das, denke ich mal, schon sehr gut. Ja, das sieht sehr gut aus. Okay, gehen wir weiter runter. Und jetzt kommt noch was Neues hinzu, was ich, glaube ich, bisher in den Tutorials noch nicht so erklärt habe, nämlich die sogenannte Teiltonung. Mit der Teiltonung kann man noch einen gewissen Look ins Bild zaubern, den ich manchmal echt schön finde. Und in diesem Bild bietet es sich echt an, die Lichter ein wenig einzufärben. Ich mache das meistens so, dass ich die Lichter ganz gerne so ein bisschen in so einen Orangeton gebe. Also ich bin hier so in den Orangebereich gegangen und gebe jetzt ein wenig Sättigung hinzu, dass das auch wirklich zur Geltung kommt. So sieht es ganz gut aus. Und die Schatten werde ich dann ein wenig ins Bläuliche färben. Ja, mal gucken, was ich hier so für einen Wert nehme. Ja, ich denke mal so um die 220, das sieht gut aus. Und entsprechend sättige ich das Ganze noch, damit es dann auch wirklich eingefärbt wird. So, und jetzt kommen wir schon in eine Richtung, die mir farblich sehr gut gefällt. Also jetzt haben wir dieses Rot fast komplett raus oder dieses Magenta fast komplett raus. Der Himmel sieht gut aus. So gefällt mir das schon sehr gut. Okay, dann schärfen wir das Bild wieder. Ich habe wieder meine Grundschärfe von ja, ungefähr einem Betrag von 80. Dann halte ich wieder die Alt-Taste gedrückt, um den Himmel auszumaskieren. Auch das ist schon bekannt aus den letzten Tutorials. Wenn ihr neu seid in dieser Reihe und das erste Video von mir ist, was ihr guckt zum Thema Lightroom, dann empfehle ich euch, auch die Videos von davor mal zu gucken. Da gibt es schon ein paar Videos zum Thema Lightroom, auch zu verschiedenen Szenerien, wie man was bearbeiten kann. Wenn es euch gefällt, dann schaut auf jeden Fall auch da mal vorbei. Außerdem werde ich jetzt hier noch die Rauschreduzierung ein bisschen hochdrehen, denn ja, wir haben halt die Schatten extrem aufgehellt und deswegen so ein bisschen Rauschen ist mit drin, wobei hier echt wenig drin ist. Also das ist echt ein guter Kamerasensor. Ich fotografiere mit der Nikon D800 und ja, die hat ja Sensoren von Sony drin und Sony ist ja aktuell, was die Kamerasensoren angeht, wirklich marktführend. Okay, die Objektivkorrektur, die Profilkorrektur werde ich hier noch aktivieren, chromatische Aberration entfernen, wie immer. Und ansonsten war es das eigentlich schon. So gefällt mir das Bild schon echt gut. Jetzt geht es darum, das Ganze zu einem Panorama zu machen. Und jetzt werde ich mal hier unten diese Leiste wieder einblenden, denn wir müssen natürlich diese Bearbeitung jetzt auf all diese Bilder anwenden. Und dazu gibt es einen einfachen Trick. Wir wählen das erste bearbeitete Bild an, halten die Shift-Taste gedrückt, drücken auf das letzte, das wir alle anwählen und drücken dann hier einfach mal auf diesen Button Synchronisieren, wählen dann alles Auswählen aus, dann wählen wir wirklich alle Bearbeitungsschritte, die wir jetzt gemacht haben, explizit aus und drücken auf Synchronisieren. Und jetzt sieht man hier unten schon, müsste jetzt gleich losgehen hier, dass alle Bearbeitungsschritte wirklich auf alle Bilder auch synchronisiert werden. Ihr seht jetzt hier schon, die Farbe ändert sich in den Bildern. Lightroom braucht jetzt hier einen kurzen Moment, um das zu verarbeiten. Aber ihr seht schon, so sehen die Bilder dann alle gleich wieder aus und genau das wollen wir ja auch erreichen. Jetzt ist auch das letzte Bild gleich fertig und dann können wir weitermachen in Photoshop. Wir haben jetzt alle sechs Bilder hier ausgewählt und jetzt mache ich einfach mal einen Rechtsklick hier auf das Bild und sage Bearbeiten in Photoshop zu Panorama-Bild zusammenfügen. Und das drücke ich jetzt einfach mal und mache ich eine ganz kleine Pause, denn jetzt braucht Photoshop ein bisschen
bis wir weitermachen können. So, jetzt hat Photoshop gestartet und ihr seht schon, diese 6 Bilder, die wir gerade ausgewählt haben, sind jetzt hier in diesen Quelldateien drin. Das ist eigentlich alles genau so, wie es schon sein soll. Ich mache hier eigentlich gar nichts, das Layout bleibt auch auf Auto. Ihr könnt im Prinzip diesen Dialog genauso lassen, wie er jetzt hier ist. So genauso ist er voreingestellt. Ich drücke hier einfach immer nur OK und lasse Photoshop rechnen. Und das dauert jetzt, wie gesagt, nochmal einen kurzen Moment. Ich melde mich gleich wieder, wenn das Bild fertig ist. So, liebe Freunde, Photoshop ist fertig. Es hat jetzt echt eine Weile gedauert, aber es ist fertig. Und so sieht das Ergebnis aus. Ja, also es ist, wie gesagt, ein von Hand gemachtes Panorama und deswegen nicht perfekt. Und Photoshop ist auch nicht das hundertprozentig perfekte Werkzeug, um Panoramen zu erstellen. Da gibt es noch bessere Programme, aber die meisten besitzen ja nun Photoshop und genauso wie ich und es ist dafür auch völlig ausreichend. So, das Erste, was wir jetzt uns hier mal angucken, ist, wir haben jetzt quasi alle 6 Bilder auf 6 verschiedenen Ebenen und die wurden halt mit Ebenenmasken zusammengeblendet und das soll man dann am Ende dann auch nicht mehr wirklich sehen. Wir werden jetzt aber auch für die weitere Bearbeitung alle Ebenen auf eine Ebene zusammenfügen und dafür drücke ich Command und E und ich glaube bei Windows ist es Steuerung und E und so werden alle Ebenen auf eine Ebene zusammengefügt. Das könnt ihr alternativ auch über Ebenen machen und dann alle Ebenen auf eine Ebene reduzieren. Da seht ihr den Befehl dann auch wieder. Und das nächste, was ich mache, ist, ich möchte diese Verzerrung noch ein wenig aus dem Bild bekommen. Also hier sind manche Linien noch nicht ganz gerade nach oben und das möchte ich noch so ein bisschen rausbekommen. Dafür gehe ich auf Filter und dann adaptive Weitwinkelkorrektur. Das ist ein super toller Filter, der mir echt in Photoshop nochmal einiges ermöglicht, um das Bild nochmal zu optimieren. Ihr seht jetzt, es sieht jetzt am Anfang echt ein bisschen komisch aus und eigentlich sieht es komischer aus als vorher. Aber ich kann jetzt hier mit diesem Werkzeug hier oben Linien festsetzen, die wirklich gerade nach unten oder vertikal oder horizontal sein sollen. Und dadurch kann Photoshop das Bild analysieren und ein echt gerades Bild daraus machen. Und jetzt sehe ich hier zum Beispiel an der Seite der Fernsehturm, der ist zum Beispiel total schräg. Und wenn ich jetzt meine Shift-Taste drücke, während ich hier mit gedrückter Maustaste hier diese Linie runterziehe, dann erkennt Photoshop, okay, das soll jetzt eine gerade Linie sein und daraus macht Photoshop dann auch eine gerade Linie. Und ihr seht schon, das Bild wird immer wieder jetzt bei den einzelnen Linien, die ich mache, neu berechnet. Und ich setze jetzt hier einfach mal so ein paar vertikale Linien, immer da, wo es sich auch anbietet. Und dadurch kann Photoshop dann am Ende sehr gut analysieren, wie das Bild aufgebaut ist und macht daraus wirklich eine gerade und runde Sache. Die Brücke hier, die ist tatsächlich so ein bisschen rund gewesen, von daher fasse ich das hier gar nicht groß an. Ich möchte hier hinten die Häuser noch ein wenig gerade bekommen. Ihr seht auch, ich halte jetzt wieder die Shift-Taste gedrückt. Photoshop erkennt auch automatisch, ob das jetzt nun vertikale oder horizontale Linien sein sollen. Ich werde es auch hier nochmal machen an dem Haus, dass das einfach noch ein bisschen gerader wird. Das gefällt mir schon sehr gut. Und hier auch nochmal. Das sieht gut aus. Perfekt. Ich werde es jetzt hier auch nochmal machen. Hier mache ich es allerdings nicht mit gedrückter Shift-Taste, weil das Haus nicht ganz genauso dasteht, wie es sein sollte. Ich glaube, ja, das sieht schon mal sehr gut aus. Ich werde jetzt hier noch ein paar Linien setzen, einfach um ganz sicher zu gehen. Aber so gefällt mir das Bild schon sehr, sehr gut. Okay, dann, wenn ihr fertig seid, ich mache hier hinten noch eine Linie zum Schluss. Wir wollen auch ganz genau sein. Super. Okay, wenn ihr damit fertig seid, dann könnt ihr hier oben einfach auf OK drücken und Photoshop rechnet hier noch kurz die Weitwinkelkorrektur aus und dann sieht das Bild schon sehr, sehr gut aus. Ich muss jetzt hier noch ganz kurz warten. Okay, so, jetzt werde ich hier dieses Crop-Werkzeug oder dieses Freistellwerkzeug, wie es in Photoshop heißt, auswählen und einfach mal hier so ein schönes Panorama daraus machen. Ihr könnt übrigens hier oben auch ein festes Seitenverhältnis einstellen. Ich bin ja gerne so ein Freund von 2:1 oder 3:1 bei Panoramen. Mir gefällt jetzt in dem Fall 2:1 ganz gut. Und jetzt werde ich mal hier gucken, wie wir das Ganze machen. Photoshop gibt mir jetzt automatisch dieses Seitenverhältnis vor und ich kann jetzt mit den Werkzeugen hier an den Seiten beziehungsweise mit den Eckpunkten hier einfach das Bild noch kleiner machen. Ja, so gefällt mir das schon ganz gut.
Auf der Seite lasse ich es mal so, denn ich möchte hier den Fernsehturm noch schön drin haben und den möchte ich auch nicht ganz an der Seite haben. Der ist mir schon an der Seite genug. Und da fehlt uns jetzt hier oben so ein kleines bisschen Himmel. Und auch hier kann ich euch jetzt gleich noch einen kleinen Trick zeigen, wie man das ganz einfach umgehen kann. So, so sieht das Bild ja schon mal sehr gut aus. Jetzt ist wirklich nur noch hier oben dieser kleine Bereich, den wir noch verbessern wollen. Und dazu nehme ich mal dieses Lasso-Werkzeug hier und wähle jetzt einfach mal hier diesen Bereich aus. Der ist jetzt schön ausgewählt. Ah, Moment, weiche Kante müssen wir rausnehmen. Die muss ich mal auf 0 setzen und jetzt wähle ich das Ganze nochmal aus. So, schön ausgewählt. Und jetzt gehe ich auf Bearbeiten, Fläche füllen und sage dann Inhalt inhaltsbasiert. Und jetzt drückt ihr einfach mal auf OK. Und gerade bei solchen Sachen mit dem Himmel ist es extrem einfach für Photoshop, da einfach ein bisschen Textur hinzuzurechnen. Und ihr seht schon, das sieht man gar nicht mehr. Ja, also wenn ich jetzt weiter rauszoome, da ist nichts davon zu erkennen, dass Photoshop da irgendwas hinzugerechnet hat, sondern das ist einfach genauso, wie es sein soll. Perfekt. So gefällt mir das Foto schon echt gut. Ich werde jetzt das Ganze wieder schließen hier oben. Ich werde gefragt, ob ich das speichern möchte. Das sage ich ja. Und dann speichert Photoshop hier unten und es wird gleich automatisch wieder in Lightroom importiert. Gehen wir zurück auf Lightroom und ihr seht schon, hier wird das Bild importiert. Die Daten werden geladen. Photoshop hat das Ganze jetzt als TIFF-Datei gespeichert. Das ist auch sehr gut so. Und ja, jetzt haben wir schon ein sehr schönes Endergebnis. Hier ist vielleicht noch ein paar. Das Tolle ist jetzt, in Lightroom kann man tatsächlich nochmal alles theoretisch bearbeiten. Also ich kann jetzt theoretisch hier auch nochmal tiefen Lichter aufhellen und abdunkeln. Sieht jetzt sehr HDR-mäßig aus, nehme ich auch wieder zurück. Aber es ist immer noch so ein ganz leichter Magenta-Stich drin, den ich jetzt noch versuche ein bisschen rauszunehmen. Also ich werde jetzt hier nochmal so ein bisschen ins Grünliche gehen. So gefällt mir das jetzt echt gut. Da ist jetzt nichts mehr von dem Magenta in den Wolken zu sehen, sondern wirklich dieses schöne Blau. Hier hinten ist der schöne Sonnenuntergang. So gefällt es mir echt gut. So können wir es lassen. Und ich hoffe, es gefällt euch auch. Ich mache das nochmal in Großansicht. Ja, wenn euch dieses Video gefallen hat, wenn ihr wieder ein paar nützliche Tipps abstauben konntet, die ihr vielleicht noch nicht kanntet, dann freue ich mich das natürlich sehr. Und wenn ihr weitere Videos sehen wollt, gebt diesem Video einfach einen Daumen nach oben. Fragt mich in den Kommentaren, wenn ihr Fragen habt. Und natürlich, wenn ihr nichts weiteres verpassen wollt, rate ich euch, diesen Kanal zu abonnieren. Dann verpasst ihr tatsächlich auch nichts mehr, denn dann werdet ihr immer benachrichtigt, wenn ein neues Video kommt. Und es würde mich natürlich freuen, wenn ich euch beim nächsten Mal wieder begrüßen darf. Also, bis dann und viel Spaß beim Bearbeiten.